Walaikum salam wa rahmatullah. Also im Grunde genommen ist es die Regel, die dahinter liegt, ist eigentlich die Unterscheidung zwischen kontrollierbaren und unkontrollierbaren Handlungen. Und wenn das einfach direkt aus der Nase runterläuft in den Rachenbereich, ohne dass es in den Mund gelangt, dann kannst du es ja gar nicht kontrollieren. Erst dadurch, dass er in den Mund gelangt und dann durch ein aktives, bewusstes Schlucken sozusagen weitergelangt, erst dann ist es eine aktive, bewusste, entschiedene Handlung. Und deswegen diese Differenzierung gilt bei Blut und gilt bei Schleim und gilt bei allem Ähnlichen.